Anne ist wirklich in diesen Tagen zum Mittagessen. Anne is really out to lunch these days. Sobald ich die Schlange sah, ich lief weg. As soon as I saw the snake, I ran away. Bad wie die Dinge sind, sie könnten schlimmer sein. Bad as things are, they might be worse. Zwischen ihnen und mir, trinkt er schwer Between you and me, he drinks heavily Können Sie mir helfen, meine Steuerformulare ausfüllen Can you help me fill out my tax forms? Karl ist groß, aber Christian ist größer. Karl is tall, but Christian is taller. Zufriedenheit ist wichtig, zum Glück. Contentment is essential to happiness. Zufriedenheit ist Voraussetzung zum Glück. Contentment is requisite to happiness. Könnten Sie mir ein Buch aus dem Laden zu bekommen? Could you get me a book from the shop? Könnten Sie zu diesem Punkt bleiben, bitte? Could you stick to this point, please? Kennen Sie einen guten Arzt hier? Do you know a good doctor around here? Haben Sie Comics in Ihrer Freizeit lesen? Do you read Comics in your spare time? Kommen Sie nicht an diesem Wochenende ins Büro. Don't come to the office this weekend. Die Erfahrung hat uns viele Lektionen gelehrt. Experience has taught us many lessons. Haben Sie schon von dem Mann im Mond gehört? Have you heard of the man in the moon? Haben Sie nichts? Was Sie sagen wollen. Have you nothing that you wish to say? Er handelte nach meinen Anweisungen. He acted according to my instructions. Er kann nicht sehen, es sei denn, er eine Brille trägt. He cannot see unless he wears glasses. Er begann das Leben als Verkäuferin. He commenced life as a shop assistant. Er hätte es ein bisschen länger verzögert. He could have delayed it a bit longer. Er hatte noch nicht einmal eine Rupie mit ihm. He did not have even a rupee with him. Er lebte nicht viele Jahre in Österreich. He did not live many years in Austria. Er hat nicht immer seine Gedanken sprechen. He does not always speak his thoughts. Er rief traurig, dass er wieder rückgängig gemacht wurde. He exclaimed sadly that he was undone. Er hat sich in Schwierigkeiten gelandet. He has er hat die Höhen und Tiefen des Lebens gesehen. He has seen the ups and downs of life. Er hat es geschafft besser, als er gehofft hatte. He has succeeded better than he hoped. Er ist gleichgültig gegenüber seinem eigenen Interesse. He is indifferent to his own interest. Er ist sicher, dass wir das Spiel gewinnen wird. He is sure that we will win the match. Er ist misstrauisch von allen seinen Nachbarn. He is suspicious of all his neighbors. Er ist sehr verschieden von seinem Bruder. He is very different from his brother er liegt um der strafe zu entgehen. he lies in order to escape punishment. er hob den großen stein ohne mühe. he lifted the big rock without effort. er befahl den verräter hingerichtet werden. he ordered the traitor to be executed. er bestand darauf die Aufträge in ungehorsam. He persisted in disobeying the orders. Er antwortete auf die besten Kräften. He replied to the best of his ability. Er scheint jetzt normal zu handeln. He seems to be acting more normal now. Er nimmt aber wenig stolz auf seine Arbeit. He takes but little pride in his work. Er denkt, dass er klüger als sein Vater ist. He thinks he is wiser than his father. Er hat mir gesagt, dass sie ihn betrogen hatte. He told me that they had deceived him. Er erzählte uns, dass er eine Stunde gewartet hatte he told us that he had waited an hour Er versuchte hart, aber es gelang ihm nicht He tried hard, but he did not succeed Er war wütend, als er das Ergebnis hörte He was angry when he heard the result Er war eine Belohnung durch den Gouverneur gegeben he was given a reward by the governor. Er, der sein Bestes tut, gelobt werden soll. He who does his best shall be praised. Er wird sie zahlen, wenn er von mir hört. He will pay you when he hears from me. Er gewann den Preis durch Betrügerei. He won the prize by means of trickery. Sein einfaches Wort ist so gut wie ein Eid. His simple word is as good as an oath. Wie viele Jungen sind in ihrer Klasse? How many boys are there in your class? Ich arbeite in Microsoft Corporation. I am working in Microsoft Corporation. Ich fragte sie, ob sie schlicht eine Brille trug. I asked her if she wore plain glasses. Ich fing ihn hinter den Büschen versteckt. I caught him hiding behind the bushes. Ich konnte meine Arbeit nicht zufriedenstellend tun. I could not do my work satisfactorily. Ich habe mein bestes gegeben, doch scheiterte ich. I did my best, nevertheless I failed. Ich weiß nicht, der mann, der den jungen getroffen. I do not know the man who hit the boy. Ich habe keine visitenkarten auf mich. I don't have any business cards on me. Ich weiß nicht, warum sie dieses Auto gekauft. I don't know why they bought this car. Ich gab es dem Mann, den ich dort sah. I gave it to the man whom I saw there. Ich habe großen Respekt für sein Lernen. I have great respect for his learning. Ich habe keinen Rat, den ich Ihnen anbieten kann. I have no advice that I can offer you.